Anfang nächster Woche wird der ein oder andere über 60-Jährige einen Umschlag der Stadt Deggendorf in seinem Briefkasten entdecken. Darin befindet sich ein Fragebogen, der das Wohlbefinden älterer Menschen im Stadtgebiet prüfen soll. Denn der demografische Wandel ist auch hier deutlich zu spüren. Bereits jetzt ist jeder vierte Deggendorfer ein Senior. Immer mehr davon ziehen in die Innenstadt, da sie ihr Haus nicht mehr allein halten können. Grund genug für die Stadt, Veränderungen in die Wege zu leiten. Wir haben immer mehr zwischen 60 und 100, sag ich mal. Und da glaube ich, ist es für eine Stadtentwicklung ganz, ganz wichtig, dass sie für diese Menschen, für die älteren Menschen, genauso wie für die jungen Menschen, das richtige Angebot vorhält, dass man sich schlicht und einfach in einer Stadt wohlfühlt. Gerade deshalb ist auch Cornelia Wohlhüter, Sprecherin des Seniorenbeirats, mit im Boot. Sie weiß, was die älteren Menschen bedrückt. Um die Umfrage möglichst umfangreich zu gestalten, werden Fragen aus verschiedenen Bereichen gestellt. Da werden die ganzen Lebensumstände, von den Einkaufsverhalten bis zum Wohnungsverhalten, bis zur Gesundheit, zu finanziellen Fragen. Also es ist eigentlich kein Thema ausgeklammert. Natürlich ganz private Fragen sind nicht drin, sondern einfach, wie verhalten sich Senioren in Deggendorf, wo kaufen sie ein, wer hilft ihnen, brauchen sie Hilfe und fühlen sie sich wohl. Diese Briefe werden an 850 Adressen, die per Zufallsgenerator ausgewählt wurden, verschickt. Das sind 10% der in Deggendorf lebenden Senioren. Die ausgefüllten Bögen müssen bis zum 20. Mai ans Rathaus zurückgesendet werden. Anschließend werden die Studenten der Hochschule Deggendorf eine anonyme Auswertung durchführen. Das Ergebnis wird Ende Juni feststehen. Das ist eine gute Idee. Ich bin über 60, darum fühle ich mich da berufen, was zu sagen. Ich fühle mich sehr wohl, ich lebe seit 42 Jahren in dieser Stadt. Prima, weil ich bin im Seniorenheim, wir sind lauter alte Leute und wir freuen uns, wenn sich für uns auch noch jemand interessiert. Ich finde es recht angenehm hier in Deggendorf. Sind Sie zufrieden hier in Deggendorf? Ja, selbstverständlich, ich bin ja seit ich geboren bin in Deggendorf. Finden Sie die kulturellen Angebote für Senioren ausreichend oder sollte da noch mehr gemacht werden? Ja, das eine ist meistens, wenn es Abend ist, da mag man nicht mehr so gern raus. Da müsste mehr Nachmittag immer was sein auch. Sind Sie auch zufrieden mit der medizinischen Versorgung und den Einkaufsmöglichkeiten? Ja. Jawohl. Das ist alles ausreichend für Sie? Ja, für mich was. Auch wenn die Umfrage positiv ausfällt, sicher ist, dass es immer mehr ältere Menschen geben wird und die Stadt Deggendorf sich zwangsläufig auf sie einstellen muss. Dafür wird die Mithilfe der Senioren benötigt, um die Stadt für sie lebenswerter zu gestalten.